Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen neuen Aufnahme von Hellblade. Wir sind mal wieder dabei und ich muss gerade mal ganz kurz überlegen. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Wir haben die dritte Prüfung angefangen. Da bin ich mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Ach ja, der Arm sieht über übrigens, muss ich mal ganz kurz sagen, ne? Wird der eigentlich schlechter, der Arm? Ich sehe nicht wirklich, dass er schlechter wird. Ich kann mich aber auch täuschen. Vor allem würde mich mal interessieren, was da genau passiert ist. Wir hatten ja diese eine Halluzination letztlich. Wo... Ja, keine Ahnung, wo wir das, wo wir uns dann vergiftet hatten, aber danach ist irgendwie... Nicht. Ah ja, das geht. So. Okay. Gods, the mask is here to watch you fail again. Focus. Focus. Okay. Where are we? What is this? It's the same. Different. It's another world. It's lighter. It's nicer. Okay. Ich bleib hier. Hier ist schöner. Hier ist schön idyllisch. Let's stay here. Okay, der Baum ist aber immer noch hier so, bedröppelt, sag ich mal. Okay, das ist das Initiale. Okay. Sehr gut. Ich glaube, ich ahne, was wir machen müssen. Guck mal, die Brücke da ist nämlich kaputt. Wenn wir aber durchgucken, dann ist die Brücke plötzlich heile. Und wir können rüber und müssen dann wahrscheinlich das Dingens hier runterschmeißen, dass wir einen Shortcut haben. Aha. Es ist interessant. Der Controller vibriert übrigens ganz toll, wenn man hier bei so einem Event steht, wo man sich fokussieren muss. It's not broken. It's fixed. What happened? The bridge is fixed. Let's cross it. In dieser Welt ist ja repariert, ja. Oh, das ist so schön hier gerade. Vor allem, guck mal hier. Mit diesem Lichteffekt, der hier so reinknallt und alles. Das ist schon schön. Ich will hier nicht mehr weg. Ich bleibe jetzt in dieser Welt. Ja. Lass mich raten. Von der anderen Tür verschlossen. Was haben wir hier? Ah. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night. Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Okay. Die Mutter wollte nicht, dass Baldur stirbt, dass er getötet wird. Also hat sie allen schwören lassen, bitte tötet ihn nicht. Das haben sie alle geschworen und Hela hat das irgendwie nicht so ganz gefallen. Na klar, die Herrin des Todes hatte nicht wirklich Lust... You need the runes to fight Dillion. Okay. You need Dillion. Fokussieren. He's waiting for you. Okay. He's close. Gucken wir mal, was wir hier haben. He loves you. Open the gate. She can't. Open the gate. It's locked. Try harder. She can't. The gate, she can't. Ja, es ist halt mit der Kette verschlossen. She will. So, ich habe aber eine Idee, wie wir das Ganze aufkriegen. Das ist schon sehr geil gemacht. Also das muss man echt sagen, das ist schon echt cool gemacht mit diesen Rätseln, mit diesen
Ja, teilweise ja mit den Illusionen, die man hat. Habe ich hier gerade irgendwie zufällig... Nee, ich dachte, ich habe gerade zufällig das Dingens hier getriggert, dass ich diese Items da, also dieses Symbol sehe. Aber dem war offensichtlich nicht so. Okay. Nee, das haben wir nirgendwo. Aber jetzt müssen wir durch die Maske durchgucken. Dann kommen wir in die hässliche Welt. Toll. Von Sonnenschein in Gewitter und Regen. Schön. Das macht ja Laune. Da ist der echt so. Ich will wieder in die andere Welt. Da war's schöner. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. Vor allem sind das hier mehr Ruinen, ne? Ist mehr zerstört hier alles. Vor allem ist das hier eingerissen. Das ist nicht wirklich. Das hier ist jetzt nicht wirklich so, dass es. Na, ich sag mal, jemand freiwillig da rein wollte, sondern er hat es halt wirklich aufgerissen. Okay, Gefahr. Ich guck mich mal ein bisschen um einfach. Ich möchte gerne... Alter, halt die Klappe! Alter, halt mal die Klappe! Boah, ist das... Was ist denn hier los? Das ist schon ein bisschen ätzend. Vor allem, die haben alle parallel jetzt geredet. Ich habe die teilweise überhaupt nicht verstanden, was die wollten von mir. Mir fällt irgendwas ein. War da hinten... Ich hätte mal fokussieren können. Vielleicht gibt es da hinten irgendwas. Okay, ich trigger das hier irgendwie immer. Wenn man hier reingeht, dann triggert man diese Stimmen. Das Coole ist, dass diese Brücke hier... Die führt eigentlich bis ganz da drüben. Ganz da drüben. Ich muss in die Gebiet raus. Das ist ätzend hier. Oh, vor allem wenn das Sample immer wieder abspielt. Kann sich immer die Mühe machen, gerne die Stimmen rausidentifizieren. Weil ich werde nicht mehr dran denken, wenn ich hier durch bin. Es hört sich so an, als wäre so ein Monster. Da ist dann, glaube ich, die Stimmen, die dann total leise sprechen. Dillian, there he is. There he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go through him. Dillian, don't lose him. Because he believed in too many times. You always let him disappear. Dillian, there he is. Quick. Okay, wir können hier was machen. Kann ich hier durch? Geht das? Nein, wir können uns natürlich nicht ducken. Das heißt, wir müssen durch das tolle Mäskchen hier durchgucken. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not here. She's in the wrong world. He's not in this world. He's in the other one. He's in the other one. He's in the dark world. The dark. The dark. Okay, er ist in der dunklen Welt und wir sind jetzt in der hellen Welt, in der Lichtwelt, wo die Tür zu ist. Kriegen wir die ja nicht auf von der Seite? Ja, man muss mich nicht daran erinnern, dass Dillian der einzige Grund für mein Leben gerade ist. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. Senno explored new paths into the unknown. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Das müsste das hier sein. Ich muss nur auf die andere Seite. So. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm.
whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?" "I did not ask the mistletoe," Baldur's mother confesses. "I thought it was too young." Oh dear. Der Loki, der sagt, den Mistelzweig hat sie nicht gefragt. Dann hat der Loki bestimmt den Baldur mit einem Mistelzweig umgebracht. Die miese Ratte. Ach, guck mal, ist die Brücke hier heil in der Welt? Ja, in der Welt ist die Brücke heil. Wow, Alter. We spend our lives searching for the meaning in life, and we ask the gods for guidance. But the truth to life is revealed when we can face death without fear. How can the gods understand us if they refuse to die themselves? Alter, ich hab das durch Zufall jetzt gerade gesehen. Ich hab das nur durch Zufall gesehen, weil ich hingelaufen hatte. Das sieht irgendwie komisch aus. Oh, da habe ich bestimmt einen ganzen Haufen Gesicht übersehen dann, wenn die so versteckt sind in der Welt. Dann habe ich echt einen ganzen Haufen übersehen wahrscheinlich, verdammt. Aber hier auf jeden Fall ist die Brücke ganz. Das ist ganz cool. Aber ich vermute mal, dass wir nicht von dieser Welt aus dann nach Hellblade? Nein, Helheim. Hellblade heißt das Spiel. So, da ist das Symbol. Ich muss auf die andere Seite nur irgendwie. You can't go up there. You can't go up there. Not in this world. Okay, in dieser Welt komme ich da nicht durch. Wie soll das dann... Wie soll das dann jetzt gehen? Ach, warte mal, kann ich die... Moment, haha, die Tür kann ich hier aufmachen. Okay. Dann können wir hier durch. Dann sind jetzt alle Türen offen. Was bedeutet, wir können die Welt switchen. Und können von der anderen Welt dann zurück. Okay. Dillian undoes the curse. What does it feel like to feel a love so strong? Es ist übrigens die Frage, von welcher Seite muss ich denn hier eigentlich durch? Vor allem, was ich nicht verstehe, jetzt mal ganz im Ernst, wir haben hier das Siegel und sind aber im Gebäude schon drin. Warum müssen wir das Siegel denn jetzt brechen, diese Rune, wenn wir eh schon in dieser Welt drin sind? Und wir kommen ja jetzt von jeder Welt hier rein. Das verstehe ich nicht. Da ist der Dillian. Ich hätte bestimmt noch das hier benutzen können, das Gesicht da unten. Das wäre bestimmt das gleiche rausgekommen. Ich frage mich, warum wir diese Tür hier aufmachen können. Also es macht gar keinen Sinn, weil wir kommen ja eh schon ins Gebäude rein, direkt. Also wisst ihr, was ich meine? Ist die hier eigentlich auch da? Nee, ne? Nee, hier ist nicht da, die ist nur in einer anderen Welt da. Cool. Your curse has claimed Dillian. Dillian. He didn't know he was kind. Ich glaube, ich muss die Maske da unten benutzen. Ich glaube, das sind trotzdem unterschiedliche Welten, kann das? Das macht aber gar keinen Sinn, oder? Ich probier's mal. He's the reason she keeps fighting. Ich habe vergessen, das gebe ich ganz offen zu, dass da Steine im Weg lagen, dass es gar nicht die Tür war, die zu ist. Aber wie komme ich dann...
Warte mal, ich muss das Rätsel hier lösen, glaube ich. Die Frage ist, ist das dann das hier oder ist das was anderes? Ist mein Symbol irgendwo anders vielleicht? Ich meine, das ist das hier, weil es sticht einem sofort ins Auge. Weil es eigentlich zu ist. Do you remember the way he stroked your hair? Do you remember the way he felt? Wo ist es? Ich meine, das ist das hier. Wobei das sieht... Nee, das kann es eigentlich nicht sein, oder? Eigentlich nicht. Wo ist es denn? Also ich bin jetzt wieder weit entfernt. He didn't believe that she was cursed. He saved you when everyone else turned their backs. Jetzt ist es wieder da. Ich bin jetzt am Überlegen. Wir kommen hier nicht durch, das geht nicht. Hier ist Schicht im Schacht. He saw who she really was. He saw the warrior within. Der Warrior within, war es ja auch nicht auch mal ein Spiel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hä, wo ist denn jetzt hier das Rätsel? Ah, hier. Das Licht. Richtig. Oder? Ja, es muss doch so sein hier. He was the only one that didn't mind the curve. Ach, hier, jetzt. Senua, you've got it. Why isn't he as the only one? So. He's gone. He's in the dark world. Ja, so, jetzt, wir müssen in diese Welt, dass wir das Siegel brechen können. Okay, jetzt macht das Ganze auch Sinn. Und da hinten, das ist bloß dafür, dass man außen rumlaufen kann, glaube ich. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gelöst, das Ganze. So, wir sind schuldig. Wir glauben immer noch, dass wir schuld daran sind, dass Dillian tot ist. Und alle anderen. Nachdem wahrscheinlich die Nordmänner uns überfallen haben. Ich bin mir nicht sicher. Hallo, komm auf. Okay, sieht ein bisschen ruinig aus. Es kommt noch bestimmt ein Kampf, oder? Das sieht aus wie eine Arena gerade. So. Mal eben die Realität verändert. So gefällt mir das. Dann kommen wir die Treppe hier. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Hoffe ich zumindest, dass ich nicht meinen Wahnsinn getötet habe. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Huth is slain. Oh, der Loki, diese miese Ratte. Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. He doesn't deserve to be dead. Diese miese Ratte. Weißt du, da nimmt er einen blinden Gott? Händelt ihm die einzige. Händet ihm die einzige Waffe aus, übergibt ihm die einzige Waffe, die ihn töten kann, zeigt ihm das auch noch und er ist aber derjenige, der dafür zahlen muss.
Bin verflucht. Okay, glaube ich auch bei den ganzen Stimmen hier. Hallo. Ah, es geht weiter mit Rätseln. Hier ist eine Leiche. Okay. Sieht muskulös aus. Okay. The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Hm. Ja, der Hödur, der arme Kerl, musste für... Do you know? Musste bezahlen, weil der Loki ihn töten wollte. Da drüben bei der Brücke ist er. Richtung Helheim. Hallo. Years have passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. Zimbel and her past, and Dillian, her future. You've killed him with your love because he believed in two realities, tearing at her soul. Okay, weil wir ihn so geliebt haben, haben wir ihn getötet dadurch. Aha. Wasting your time. You have no time for this. Speed these rooms. These rooms mean nothing. It's all part of their game. They've set you trials to distract you. Prüfung, um mich abzulenken. Ja, das glaube ich auch. So, die ist von der anderen Seite verschlossen. Oh, es sieht schon echt cool aus. Muss man einfach sagen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, auf die andere Seite wieder. Auf die Seite des Lichts. Bin ich mal gespannt, was sich jetzt alles ändert. Aua. Ah, okay, hier ist irgendwo das Symbol. Finde ich gut. Frage ist wo? Hier blinkt es auf jeden Fall. Ist das wieder so eine Lichtreflexion vielleicht irgendwo? Es ist das drei, dieses drei Dingens. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ach, da ist es. Nur falsch rum. wie komme ich da hin? Die Tür da ist hier offen. Die. Ach, Moment, eine Sekunde, komme ich da drüber? Da komme ich ja nicht hin. Hier ist das hier offen. Okay, da kommen wir durch. Geil. Overcome with grief. The gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me.
The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they found in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let Hel keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Okay, eine einzige Riesin hat sich geweigert, ihn wiederzubeleben oder ihn, um ihn zu trauen, damit er wiederbelebt wird. Und dann war es wahrscheinlich Loki. Diese miese Ratte. Oh, ich will über die Brücke drüber. Auf nach Helheim, aber da können wir eh nicht hin. Also, bringt uns momentan nichts, weil wir haben kein Schwert. Da fällt mir gerade ein, wir können ja überhaupt nicht kämpfen. Es kann ja gar keinen Kampf geben, weil wir haben ja nichts, womit wir uns verteidigen können. Wir sind ja auf der Suche nach unserem Schwert. Beziehungsweise nach Odins Schwert, besser gesagt. Fällt mir gerade im Übrigen so ein. Von da ist das total sinnig. So, was jetzt? Kann ich hier durch? Ne, kann ich nicht. Okay. Ah, ich ahne, worauf das hinausläuft. Okay. Ich ahne, worauf das hinausläuft. So, jetzt einmal wieder zurück. In dieser Welt haben wir nämlich das Z hier. Das Z für Zorro. Und jetzt, wenn wir hier durchgucken, ist bestimmt die Tür hinten offen, richtig? Ja, die Tür hier ist offen. So. Hier ist das Ding ja nicht da. Aber die Tür ist jetzt offen. Weil hier ist nämlich alles kaputt. So, jetzt haben wir die Tür offen, jetzt können wir durch. Dann können wir das Dingens runterlassen, die Brücke, und dann können wir rüber. Oh Mann. Eine ganz schön lange Prüfung. Aber cool. Ich finde, das macht mega viel Spaß. Das Spiel ist echt geil. Also das muss man echt sagen. Das macht unglaublich viel Spaß. So, jetzt sind wir hier. Haben die Brücke drüben und jetzt können wir hier wieder in eine andere Welt. So, ja, er hat uns nicht für wahnsinnig gehalten. Er hat uns geliebt. Glaube ich. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Okay, das Coole ist, und das ist wirklich das Coole daran, sie haben den Hödur getötet, weil er Baldur getötet hat, wussten aber, dass es Lokis Schuld war, und jetzt foltern sie den Loki bis zur Unendlichkeit. Ich meine, er hat es verdient, aber warum haben sie dann den anderen getötet? Der konnte nichts dafür. What if this is pointless? Das ist so ein bisschen das Dingens. Also ich glaube, die... Also der Hödur ist meiner Meinung nach umsonst gestorben. Ah, der Pfeil muss auch noch hier irgendwo sein jetzt. Da ist er. Nee, ich muss mich anders hinstellen. Aber da ist der Pfeil auf jeden Fall. Warte mal, fliegt dir das Licht wieder durch? Ach nee, fliegt nicht durch. Hier. Hallo?
Hä? Do you remember meeting him beneath the tree?